Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zur 24. Episode. Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Und ich freue mich wieder extrem, mit euch gemeinsam heute ins Dark Web zu gehen und einfach mal schauen, was uns heute erwartet. Wir werden natürlich wieder den ein oder anderen Chatroom betreten, mit anonymen Personen im Dark Web chatten und uns selbstverständlich auch wieder verstörende und hoffentlich auch interessante Seiten im Dark Web anschauen. Doch bevor das Video losgeht, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück, denn der Quietschestuhl und ich wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video und in dem Sinne, let's go, ab geht's ins Dark Web. Alright. Wir befinden uns im Dark Web, wie ihr sehen könnt, auf einer Chatplattform, die Chatplattform, die ich meistens immer nutze. Und ich würde sagen, wir starten wieder ganz normal mit einem One-to-One-Chat. Das heißt, wir werden einer zufälligen, anonymen Person zugeteilt, die sich gerade auch in diesem Dark Web Chatroom befindet. Und mit dieser werden wir schreiben. Also schauen wir mal, wer uns heute erwartet. Let's go. Alright, wir haben jetzt eine Person gefunden und ich habe direkt mal Hello geschrieben. Die Person hat geschrieben Hi und ich habe geschrieben What are you searching? Also nach was suchst du? Die Person hat geschrieben nach Kindern. Ja, das sind wieder die typischen Kandidaten hier und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe heute absolut keinen Bock, mit solchen Leuten zu schreiben. Deswegen suchen wir uns eine neue Person. Ja, ich weiß nicht, ich will mich heute einfach nicht mit irgendwelchen Pedos unterhalten. Ich meine, das haben wir schon sehr, sehr oft in meinen Videos gemacht, dass wir mit Pedos geschrieben haben. Heute möchte ich das aber einfach nicht. Und ich habe jetzt eine neue Person angeschrieben mit Hi. Sie hat ebenfalls Hi geantwortet. Das ist so ein Witz, oder? Ich habe geschrieben Hi, die Person hat geschrieben Hi, dann habe ich geschrieben What are you up to? Und die Person hat geschrieben Into Kids. Es ist gerade dieselbe Person wieder, die wir vom letzten Chatroom hatten. Oder ist es eine neue Person? Ja, wie auch immer, wir suchen eine neue Person. Ich habe da... Das muss nicht sein heute. Okay, wir haben eine neue Person. Ich habe geschrieben... Yeah! Die Person hat geschrieben... Yes. Ich habe geschrieben, what's going on? Also, was geht ab? Und die Person hat geschrieben, das sollte ich dich fragen. Es hört sich an, als hätte man dich mit einem Rasierer geschlitzt. Ich habe geschrieben, you are crazy, du bist verrückt. I'm just happy, that's all. Ich bin einfach nur glücklich, das ist alles. Die Person hat geschrieben, dass sie verrückt ist. Und gleichzeitig noch geschrieben, dass sie sich freut, dass ich happy bin. Und jetzt habe ich geschrieben, bist du? Also auf die Sache, dass sie geschrieben hat, sie ist verrückt. Die Person hat geschrieben, ja, ich bin auch glücklich. Und dann habe ich geschrieben, das ist schön. Und was sie denn hier sucht. Oh, what are you searching for, soll das eigentlich heißen. Die Person hat geschrieben chatten und sie schaut sich gerade ein Bild von einem Mädchen an. Und da habe ich geschrieben disgusting. Ich hatte ja geschrieben ekelhaft und dann hat die Person geschrieben, nein, ist es nicht, es ist wirklich schön. Und dann habe ich geschrieben, warum? Und eigentlich habe ich ja gesagt, ich habe heute gar keinen Bock, mit irgendwelchen Pedos zu schreiben. Aber so wie es aussieht, haben wir heute gar keine andere Möglichkeit. Die Person hat geschrieben, sie hat Klamotten an und sie ist wirklich hübsch. Jetzt habe ich geschrieben, wie alt bist du? Ich habe den Chat dann verlassen, weil es wurde einfach nur noch ekelhaft und ich wollte damit einfach nichts zu tun haben. Was die Person dann noch geschrieben hat, war einfach nur ekelhaft. Glaubt mir, das wollte ich nicht lesen. Deswegen, ich bin raus und wir schauen mal nach einer neuen Person. Ja, das ist auch eine ganz interessante Weise, jemanden anzuschreiben. Denn diese Person hat mich direkt angeschrieben mit, dass sie ein Verkäufer ist und in ihrem Repertoire gibt es so gut wie jegliche Waffe. Und dann hat sie noch am Schluss dazu geschrieben, dass wenn man das Ganze nicht glaubt und Beweis, kann man gerne auf Telegram gehen und diese Person adden. Sie hat mir dann auch hier ihren Nutzernamen noch mitgeliefert. Also da steht der Nutzername auf Telegram, den werde ich jetzt natürlich ausschwärzen. Und ja, krass, auf jeden Fall. Vielen Dank für das Angebot, aber das lehne ich definitiv ab. Dankeschön. Ich habe jetzt eine Webseite gefunden, ja. Und ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin in einem sogenannten Geheimkanal gerade drin. Und auf diesem Geheimkanal, hier steht die Antwort ist, ich glaube, das soll heißen, die Antwort ist. Man muss jetzt irgendwas eingeben und dann wird man weitergeleitet und dann kommt man quasi irgendwo rein. Ich habe keine Ahnung, für was diese Seite dient. Aber das ist eine von diesen Seiten, was ich schon öfters mal gesagt habe, wo man teilweise nur mit Einladung reinkommt. Das heißt, du wirst irgendein Codewort zugeschickt bekommen. Man weiß ja nicht, um was es sich hier gerade handelt. Handelt es sich hier um irgendeine richtig heftige Organisation? Ist das vielleicht der Eintritt zu einem Red Room? Man weiß es nicht.
Auf jeden Fall müsste man jetzt hier das Codewort eingeben, wie ihr hier sehen könnt. Hier müsste ich jetzt irgendein Codewort eingeben und wenn es eben richtig ist, komme ich weiter. Ich kann uns das jetzt einfach mal zeigen. Wir können jetzt einfach mal Hallo reinschreiben, was natürlich falsch sein wird und dann drücke ich auf OK und dann kommt Nein. Okay, das finde ich auch witzig. Steht hier einfach Nein. Ja, weil es falsch ist. Aber wie gesagt, irgendein Codewort. Es ist eine deutsche Seite, wie es aussieht, so wie es aussieht. Wobei Antwort, wie auch immer. Sehr interessant. Mich würde sehr interessieren, was dahinter steckt. Aber vielleicht auf jeden Fall interessant, denn sowas habe ich noch nie gefunden. Dennoch, glaube ich, wollen wir alle nicht wissen, was dahinter steckt und was wirklich auftaucht, wenn man das richtige Codewort eingibt. Nein, ich glaube, das wollen wir gar nicht wissen, deswegen suchen wir mal weiter nach einer weiteren Seite. Okay, Friends, keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie eine Webseite, wo man, ja, Überwachungskameraaufnahmen von in Häusern und Wohnungen anschauen kann. Ich kann mal hier ein bisschen durchklicken. Also, keine Ahnung, ob das gewollt ist. Die Uhrzeit stimmt auf jeden Fall, 13:18 Uhr. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Oder ob das geplant ist. Okay, ihr seht schon, da läuft gerade ein Video, wie zwei Mädels an einem Küchentisch sitzen und essen. Ja, ihr seht, die ganze Webseite heißt I've been watching them for a while. Also das heißt, ich schaue sie mir schon eine Weile an. Jetzt ist natürlich die Frage, handelt es sich hierbei um, ja, ist das gewollt? Wissen diese Mädels, dass sie gefilmt werden oder wissen sie das gar nicht? Und da hat irgendjemand irgendeine Kamera aufgestellt, versteckt, ohne dass sie es wissen. Oder irgendwie, keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen durchgeklickt und da sind mehrere Live-Kameras. Ich weiß nicht, ob das so, also ob das gewollt ist oder ob die Leute gar nicht wissen, dass sie gefilmt werden. Aber da gibt es, ihr seht es auch, 13:20 Uhr. Es ist gerade 13:20 Uhr bei uns. Und ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ob die Leute das wissen oder nicht wissen, dass sie da gerade gefilmt werden und live im Internet gestreamt wird. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen verwirrt. Hier sehen wir jetzt nur ein Wohnzimmer, was gefilmt wird. Boah, ich habe keine Ahnung. Stellt euch mal vor, die Leute wissen das gar nicht. Und irgendwelche Leute haben halt irgendwie, keine Ahnung, Kameras in den Wohnungen aufgestellt. Vielleicht sind das auch irgendwelche Mietwohnungen, wo Kameras drin sind. Hier ist auch einfach ein Dude in der Küche und kocht. Weiß er, dass er gefilmt wird? Ey, ich habe keine Ahnung, gell? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier gibt es halt auch nichts dazu irgendwie. Das ist einfach eine Seite und man kann sich da durchklicken. Und da gibt es halt Livestreams aus Häusern, von Häusern, aus Zimmern. Ihr seht es ja selbst. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob das geplant ist, ob Leute wissen, dass sie gefilmt werden oder nicht. Aber ich kann mich nur wiederholen. I don't know. Aha, also diese Seite ist anscheinend der Best Deep Web Electronics Store. Ah ja, was haben wir denn hier zum Beispiel? Ein iPhone 12 Pro Max mit 512 GB, also das krasseste iPhone, was du eigentlich aktuell dir holen kannst, für $680. Ja, ich glaube auch. Weil was kostet das neu? Was kostet das, wenn man das normal kaufen würde? Vielleicht, keine Ahnung, 1000 irgendwas, 1500 € oder so. Ja, also ihr seht es auch hier rechts, auf der rechten Seite gibt es dann Samsung-Handys. Galaxy S20 Ultra 5G, 512 GB für $750. Und ich kann euch sagen, das kann beim besten Willen nicht mit rechten Dingen hier zugehen. Ah ja, HTC und Sony gibt es natürlich auch. Ja, und das hier ist auch wieder so eine Seite, wo man wirklich nicht vertrauen sollte. Denn diese Webseite behauptet, dass sie deine Bitcoins um das Hundertfache innerhalb von 24 Stunden ja, vermehrt. Und wir können hier zum Beispiel schauen, von 0,02 Bitcoins bekommst du einen Bitcoin in 72 Stunden. Aha. Und wir haben jetzt hier irgendeinen Code, I don't know, und irgendeinen QR-Code. Ja, das ist völliger Quatsch. Was auch immer die da machen, aber ich glaube, die ziehen dich einfach nur ordentlich ab.
Ja, und das ist zum Beispiel auch wieder eine von diesen Seiten, wo man nur mit Anmeldung reinkommt. Also da kann man sich quasi registrieren. Ja, ich meine, der Titel sagt ja schon, um was es hier geht. Keine Ahnung, ich würde mich hier niemals registrieren, weil es mich auch gar nicht interessiert. Aber nur, dass ihr das mal seht, dann kann man hier halt irgendeinen Nutzername angeben und hier halt dann irgendein Passwort und könnte man sich einloggen und dann höchstwahrscheinlich dort halt solche Güter kaufen. Aber einfach, dass ihr es mal gesehen habt, wie das Ganze aussieht. Ja, meine Freunde, das war's auf jeden Fall wieder mit einer weiteren Episode. Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr fandet es interessant. Also die Seite mit den Livestreams fand ich persönlich am heftigsten, weil stellt euch mal vor, diese Leute wissen wirklich gar nicht, dass sie tagtäglich durchgehend eigentlich aufgenommen werden und das Ganze gestreamt wird und für jeden zugänglich ist. Also stellt euch mal vor, das ist, also wenn das wirklich so ist, heftig. Lasst dem Video auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt, und aktiviert die Glocke. Denn ihr wisst, für euch ist das nur ein ganz kleiner Klick und mir persönlich hilft es enorm. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Danke für den ganzen Support. Ich habe euch alle lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Und falls sich jemand gewundert hat, was mit meinen Augen heute los ist. Ja, die sind ganz schön rot und ich habe irgendeine Allergie. Ich weiß nicht, was es ist. Bleibt mal stehen. Es könnte Heuschnupfen sein. Es könnte irgendwas anderes sein. Aber schreibt es bitte nicht wieder in die Kommentare, dass ich rote Augen habe. Ich habe Allergie.